Heute hat der Zwune uns eine Runde vom Scorpion G geschickt. Bin da selber immer happy, weil ich mag diesen Panzer einfach. Der Scorpion G ist vom optischen und auch vom Gefühl her wirklich ein tolles Gerät. Ein toller 8er Premium, den ich wirklich auch herzlichst empfehlen kann. Also wer den noch nicht hat und eventuell Lust drauf hat, also das ist ein Ding, wo ich sagen kann, jo, den kann man definitiv kaufen. Da solltet ihr euch keine großen Sorgen machen, sondern da kann man gut investieren, sofern es ein schönes Angebot gibt. Jetzt schauen wir mal, was der Zwune hier so reißt damit. Auf jeden Fall fährt er schon mal nicht auf den Hügel, das ist auch sehr sinnig, denn der Hügel mit der Panzerung oben ist nicht unbedingt das Beste, was ihr machen könnt, sondern hier die Zweier-Dreier-Linie kann man schon in der Tat sehr gut bespielen. Gerade da hinten Richtung Fenster. Da geht schon das erste Gerät auf und ja, der E2 hat es nicht ganz durchdacht, was er da macht scheinbar. Und da hat es dann auch ganz schnell sich erledigt. Also, da sollte man jetzt nicht unbedingt sich so hinstellen, wie das der E2 gerade getan hat. Also, ich glaube, das war ein Lehrbeispiel für, wie stelle ich mich nicht hin. Das ist einfach gerade hier, der Gegner schickt seine TDs, die weniger gut gepanzert sind, gerne auf die Zweier-Dreier-Linie, so wie es jetzt er hier gemacht hat. Alle gut gepanzerten Fahrzeuge gehen dann gerne durch die Schlachtergasse und die schnellen Flinken, die findet man dann in der Regel oben auf dem Hügel. Also das sind so ganz grob die Stellen, wie sich die Panzer hier verteilen. Natürlich kann man auch aus diesem Meter, sage ich mal, ausbrechen. Jetzt muss er aufpassen, da hinten hat er nämlich zuletzt die Su gesehen und genau die und direkt vorne drauf geschossen und auch hier für 493 den Schaden angebracht. So soll es sein. Su, also noch einmal sowas und da wäre die Su schon erledigt. Muss nur aufpassen, dass er selber keine bekommt. Und wie am Schnürchen war der Schuss gezogen. Genauso wie Rein haben wollte, ist der auch angekommen. Perfekt einfach. Und auch der Super Pershing kriegt er da perfekt den Schuss drauf, also bisher durchschlagen die Granaten so, wie er es einfach haben will. Und auch hier der Super Pershing selbst durch die Wand, kein Problem. Und der nächste samt Munitionslager nimmt er den jetzt raus. Also da hat er den Super Pershing wirklich haben wollen. Da gab es nichts zu drehen daran. Sein Team liegt aber mit 5 zu 8 gerade ganz geschmeidig hinten. Also da muss noch was passieren und der Oni, der Erste, wo jetzt wirklich zeigt, hallo Junge, ich habe Panzerung, so leicht mache ich es dir nicht. Sein Tarnnetz und der Scherenfernrohr bringt ihn jetzt hier beides nicht wirklich was. So, er tastet sich hier rein und jetzt hat der Oni aber ordentlich getroffen. Dieses Mal gibt er aber da den Schaden zurück und jetzt muss er aufpassen, weil jetzt wird er langsam eingekesselt. Der KV-5 kommt von drüben. Der Oni von vorne, wobei der Emil 1 hat es da gerichtet. Und jetzt stellt er sich so hin und will auf den KV-5 da warten. Da kommt er schon an und da hat er ihn mal mit der Granate seitlich schön begrüßt. So, nachgeladen hat er gleich. KV-5 wartet hier. Und jetzt hat er ihn da getroffen, das war zu erwarten. Da wollte er zwar den Schuss rausziehen von ihm, hat es aber nicht geschafft. Da hat der KV-5 schön gewartet.
Oh, und jetzt hier auch noch der T-34-85. Aber den nimmt der Wolli mit. Sehr schön. Sein Team sagt schon, fahr zurück, Junge. Und der KV-85, der nähert sich jetzt... der KV-5, Entschuldigung. Der nähert sich jetzt dem AMX dann da. Auch die Arti wartet hier schon dafür, dass er rumkommt. Aber in dem Fall hat er die Arti hier unterstützt und eher beschützt. War ein schöner und auch wichtiger Kill, den er hier gemacht hat. Gegner hat noch zwei Artis mit der LFH und der M12. Sein Team ebenfalls zwei, allerdings eine französische und eine britische. Alle anderen Panzer sind aber auch nicht ohne. T-34, T-26, E-4 und Isu. Alle noch beim Gegner am Leben. Was aber schön ist, dass hier so sein Emil 1 zum Beispiel noch rappelvoll ist. Der Tiger P fährt jetzt hinten rum. Der könnte jetzt vielleicht mal versuchen, die Artis zu holen. Und die Isu ist jetzt am Cap angekommen in seinem. Da müssten sie gleich zurück. Jetzt nimmt er aber erstmal hier den T-34 raus. So, und jetzt fahrt die Arti auf die Isu hier drauf. Sind wir mal gespannt, was da rauskommt. So, und auch hier jetzt komm. Und auch da hilft er seiner Arti und hat damit den Krieger klar gemacht. 4894 Schaden. Also hier wirklich immer sehr schön in die Schnittstellen und hilft er seinem Team sehr, sehr gut. So, jetzt ist wieder jemand im Cap. Aber da ist er noch nicht zu sehen. So, sie drücken jetzt so allmählich langsam auf den Cap drauf. Oh ja, da ist er, der E4. Der guckt nur auf ihn, das heißt, er lässt hier den Emil kommen. Der Emil haut ihm jetzt hinten rein. Der selber kann jetzt hier nichts machen. Jetzt kommt er vor und dann kriegt er nochmal einen Schuss raus. Und macht's hier klar. 433 und Schüssikowski. Und jetzt nur noch die M12er Art. Die hat er hier wirklich gut gemacht mit seinem Kompagnon. Dass der Emil da so drauf fährt und jetzt war es auch schon. Tiger P hat die Arti erledigt. Tolle Runde. 5327 Schaden im TD und davon nur 1800 über 300 Meter. So soll es sein, so wollen wir das sehen und dafür gab es verdient 120.000 Credits raus. Ja, schön. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.